Ich glaube, da kann man direkt reinspringen, ne? Wenn man genug Schmackes hat, dann kann man da, glaube ich, direkt reinspringen in das Türchen da. Das verpeile ich hier irgendwie immer. Oh, ich dachte, das wäre schon hier gewesen mit dem Fenster. Ich muss mir das Zitat gleich nochmal durchlesen. Jetzt. Das ist ja schwul. Da hat mir wirklich jemand in den Stiefel geschissen. Das ist ja Stuhl. Also, dass er das Wort Stuhl benutzt, finde ich gut. Ich habe immer Angst, dass ich zu weit laufe. Schon wieder. Ich hasse diese Lücke. Die ist so bescheuert. Ich hatte dabei noch so ein debiles Grinsen im Gesicht. Weiter geht's. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ach, egal. Raufgeschissen. Kriegen wir hin. Platin. Wuhu. Für mich waren das damals immer Hexen, die da aus den Gittern rauskamen. Mit ihren komischen langen Fingernägeln. Das waren für mich keine Gefängnis-, also keine richtigen normalen menschlichen Gefängnisinsassen. Hexen sind auch Menschen, ich weiß, aber keine normalen. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Keine normalen Obis, wie sie hier sind. Da hat man auch gerade gesehen, dass man da irgendwie immer dran kommt, auch wenn die ganz oben sind. Los! Geh nach oben. Sau! Was ist denn das für ein behindertes Dreckstiming? Das ist doch scheiße. Dumme Scheißkiste hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht, hier die Kiste zu holen, weil irgendwie dauert das genauso lang, als wenn ich da normal drüber hopse. Jedenfalls macht das für mich keinen Sinn mit meiner Technik, die nicht vorhanden ist.
Ach man, das ist doch Drecke. Drecke ist das. Ihr kennt's nicht. Wie Marge Simpson. Ja, das war klar, dass das passiert. Da war ich zu voreilig. Ja, wenigstens das hier vorne funktioniert ganz gut. Aber der Rest noch nicht so. Ich glaube, wir waren noch gar nicht oben. Weiß ich nicht, ob man das so hinnehmen kann, weil ich habe gehört, dass ich auf der Plattform aufgefahren bin. Und, ja. Das nehme ich so nicht hin. Das, finde ich nicht gerecht. Ich finde es schade, dass wir kein Wildschwein-Level mehr haben. Weil das sind doch eigentlich die einfachsten. Weil du musst halt einfach nur durchkommen und zwar alle Kisten einsammeln. Aha, so sollte man das, glaube ich, machen. Weil dann bringt die Zeit auch ein bisschen was. Das ist doch besser vom Timing hier. Diese Stelle kotzt an. Ich warte. Ich hab Zeit. Wir waren noch nicht ganz oben, ne? Ich bin hier irgendwo runtergefallen. Hier waren wir aber noch nicht. Das hier ist auch so eine Stelle, die liebe ich ja, ne? Die ist so toll. Weil die Plattform bewegt sich halt von einem weg und dann ist das mega scheiße, da drauf zu kommen. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt erstmal durchkomme, um zu sehen, ja, da musst du dich noch ein bisschen verbessern, Julia. So, hier nicht springen. Das ist nämlich böse. Ja, eine Maske, das schön hilft uns zwar nicht, wenn wir nach unten stürzen. Aber hier gibt es, glaube ich, am Ende noch mal einen Typen, der fickt. Ja, High Road habe ich geschafft. Dankeschön. Die in der Mitte immer so rumrollen sahen original für mich immer aus wie Steine. Ja, ich glaube schon. Sie sahen auf jeden Fall nicht so aus wie hier.
Ist zwar ein bisschen stressig, aber ist gut. Da macht man ein bisschen Zeit mit, gut. Ein bisschen. Ich denke mal, da wird man auch drüber kommen, ohne zweimal zu springen. Da muss man aber, glaube ich, pixelgenau abspringen. Los, hoch, Drecksau. Nee, das geht nicht. Dieser Sprung hier, der geht mir so auf die Eier, ne? Schmeißt du ruhig deine Scheiße. Ist ja schon toll, ne? Ich glaube, weiter nach oben geht's gar nicht mehr. Und was sieht das hier so aus? Ich glaube, das geht jetzt nur noch nach rechts. Bin ja irgendwo hier runtergefallen. Weiß nicht mehr genau wo. Oh, das war knapp. Hier? Nee, dick nicht. Ja, hier bin ich, glaube ich, runtergefallen. Gehen wir einfach mal auf Nummer sicher. Nicht rein, da gibt es nämlich nichts zu holen. Weil ich dachte, die Zeit. Yes! Nice! Ah. Ah. Schön. Na, was? Stimmt, das waren so orangene Dinger, ne? Es fehlt nur noch The Lab. Das ist, glaube ich, das beschissenste Level, was jetzt noch kommt. Die anderen sind, glaube ich, ganz okay. Aber wir gucken jetzt erstmal, was ist denn hier? Lights Out und Fumbling in the Dark. Fumbling in the Dark bin ich mir gar nicht so sicher, ob das auch so ein Dunkelheitslevel war. Aber wir machen erstmal Lights Out, weil das ist ja eigentlich auf dem Weg erstmal das nächste. Okay. Es läuft ja schon mal gut. Noch nicht gestorben. Das Schöne ist ja auch hier, dass wenn die Maske weg ist, ist es halt nicht komplett dunkel. Sondern man kann immer noch so Umrisse sehen, so graue, was im Original nicht der Fall war. Ah, jetzt habe ich schon wieder eine Kiste gemacht. Fuck. Da bin ich ja fast runtergefallen, du. Mäuschen! Oh, scheiße. Aber hier geht's weiter, das ist schön. Ist das schneller? Ich glaube schon, ne? Platin. Zwar nicht auf dem offiziellen Weg, aber es ist mir scheißegal.
Tumbling in the Dark ist auch kacke.